Hallo und herzlich willkommen, liebe Eishockey-Fans, über Timeout, den Torwartskanal der Roten Teufel Bad Nauheim. Mit einem Freundschaftsspiel am Mittwoch, den 6. Januar 2010, waren die Concordia Stingers zu Gast im Kölner Knight-Stadion. Eine Truppe, ein College-Team aus Montreal. Und das ist natürlich Zeit, auch um mal was auszuprobieren. Backup-Goalie Alexander Wagner, sonst der hinter Boris Ackers die Nummer 2, bekam in diesem Spiel die Chance, das Tor bei über 60 Minuten zu hüten. Und auch Simon Glusanok, der Neuzugang in der Verteidigung, er erstmalig im Einsatz für sein neues Team, das ansonsten in der gewohnten Besetzung antrat und ohne die verletzten Christian Franz und Matthias Baldis. Ja, für die Kanadier, sie hatten eine Tournee bestritten, erst ein Spiel gewonnen von dreien, in Halle verloren und in Rostock, vor allem in Halle, da ging es körperlich zu Werke und das sollte Chris Eid gleich mit einem Check in der ersten Minute an einem Landsmann deutlich machen, wie es hier zu Werke gehen würde in diesem Spiel, nämlich mit Körpereinsatz. Sven Breiter gleich in Szene, in der zweiten Minute bereits eine Strafzeit gegen ihn. Ja, es ging hoch her, vor allen Dingen am Anfang und auch später am Ende, aber dazu kommen wir noch. Ein Powerplay und Wagner bekam gleich Gelegenheit, sich auszuzeichnen und zu zeigen, dass auch er ein Guter seines Fachs ist. Eine weitere Strafe, sogar kurzzeitig 5 gegen 3 Powerplay, Vogler noch zusätzlich draußen, aber da machen es die Kanadier nicht gut und machen es Wagner leicht, diese Scheibe wegzufischen. Ja, am Anfang ein bisschen Übergewicht durch die Strafzeiten für die Stingers und immer wieder so kleine Nicklichkeiten. Schiedsrichter Seckler wollte ein bisschen Ruhe reinbringen, schickt zwei Mann raus. Bouchard und auch Marc Kohl draußen. Und dann eine Szene, Lenny Gehr zieht ab, Rebound und da steht Alexander Alten in der 6. Minute Gold richtig und macht die Führung für die Hausherren. Da sah Torhüter Maxim Joyal nicht unbedingt glücklich aus. Nächste Situation auf der anderen Seite. Die Stingers mit Körpereinsatz. Alexander Wagner jetzt im Blickpunkt des Geschehens. Die Scheibe kommt vor seinen Kasten. Da steht völlig ungedeckt Messier und kann die Scheibe einschieben. Da ist Wagner kein Vorwurf zu machen. Der Verteidiger zu weit weg von seinem Mann und Messier. Also nur 100 Sekunden danach mit dem Ausgleich zum 1:1. Und dann sogar noch die Möglichkeit zur Führung. Mangold rettet hier auf der Linie, kratzt die Scheibe noch rechtzeitig weg. Das wäre die Führung gewesen. Aber das war es dann auch, was man von den Gästen im ersten Drittel sehen konnte. Jedenfalls was die Offensive angeht. Bad Nauheim machte es jetzt besser, drückte das Gaspedal ein wenig nach unten, auch begünstigt durch Strafzeiten. Bouchard für 2 Minuten draußen. Scheibe läuft gut im Powerplay und er zieht von hinten, ungewohnt als Blue Liner, Kyle Pivovarczyk ab. In der 10. Minute macht er die erneute Führung zum 2:1 für die Roten Teufel, die jetzt spielbestimmend war. Sie hatten das Geschehen gut im Griff. Da spielten sich einige gute Tormöglichkeiten. Schöne Kombination, Jan Bartha auf Lenny Gehr, der zieht ab und da sieht der Goalie erneut nicht gut aus. Gehr mit dem 3:1 in der 12. Minute. Von dort ins Tor zu treffen, der Weg doch sehr lang, den muss eigentlich der Torhüter haben, zumal die Sicht auch noch frei war. Aber uns soll es recht sein und dann noch das 4:1. Jan Bartha wird als Torschütze genannt in der 15. Minute. Die Scheibe aber wohl von einem Stingers-Spieler ins eigene Tor befördert. Jan Bartha wurde der Treffer aber gut geschrieben. Also ein deutliches Ergebnis doch jetzt gegen Ende des ersten Abschnittes. Und Alexander Wagner auf dem Weg in die Kabine mit Boris Ackers bekam noch ein paar Tipps mit von der etatmäßigen Nummer 1. Da ging es also weiter mit dem zweiten Drittel, mit dieser deutlichen Führung. Und die Stingers wollten sich in ihrem letzten Spiel in Deutschland nicht so verabschieden. Sie wollten noch einmal Druck machen. Zunächst aber Pivovarczyk gegen Maxim Joyal. Zweimal gleich der Keeper der Stingers im Geschehen. Und dann geht es in die andere Richtung. Die Kanadier machten jetzt mehr Druck, suchten mehr den Weg direkt vor das Tor. Angezeigte Strafe und im Fallen Desailliers mit dem 4:2. Sah allerdings auch sehr abseitsverdächtig aus. Der mitgelaufene rechts war wohl schon über die Linie, aber der Schiedsrichter gab dieses Tor. Und das gab nochmal Auftrieb für die Gäste aus Kanada. Wagner jetzt doch mit einigen guten Szenen, hatte einiges zu tun. Es gab natürlich Motivation dieses Anschlusstors. Es war eine offene Partie jetzt und Bad Nauheim musste wieder mehr machen, musste mehr nach vorne tun und immer wieder kleine Nicklichkeiten. Gab einige Szenen.
Hier schnappt sich Sven Breiter. Jemanden, Matthew David, will dann ihn davonziehen. Lenny Gehr und David jetzt zusammen. Hinten Kevin Richardson und Schiedsrichter Seckler hatte aber das Geschehen gut im Griff. Strafzeiten auf beiden Seiten bei Bad Nauheim Richardson, Striepeke und Breiter. Somit also Überzahl für die Gäste und die Chance, vielleicht das dritte Tor zu machen. Aber erstmal ein Break von Tobi Schwab und er ist royal. Eine Riesenszene, Riesensave mit der Fanghand zur Stelle. Durchaus viel Tempo jetzt drin, interessante Partie, ein echter Härtetest für die Roten Teufel, die nochmal sich so richtig ins Zeug legten. Chris Eid mit diesem Konter scheitert wieder an Goalie der Stingers. Hin und her ging das Geschehen und dann am Rande vielleicht noch zu sehen, ein hoher Stock an Sven Breiter, das war ein Revanche-Foul, aber Schiedsrichter Seckler hatte das gut gesehen. Anthony Pitarelli war der Übeltäter, er hielt eine Spieldauer, hier zeigt er an, hoher Stock mit Verletzungsfolge. Zum Glück nicht allzu schlimm für Breiter, aber nach den deutschen Regeln halt eine Spieldauer. Da half auch alles Diskutieren von Pitarelli, nichts. Es folgten natürlich Überzahl für Bad Nauheim, aber die Stingers, sie waren jetzt hellwach, waren voll im Geschehen drin. Die Überzahl verpuffte bei den Roten Teufeln. Da waren die Gäste wieder komplett. Dennis Cardona, aber gleich wieder eine Strafzeit. Element auf derjenigen, auch Kevin Richardson. Gegen Ende des zweiten Abschnitts einige 2 Minuten Strafen. Und wieder eine Szene, wieder ein Alleingang. Und da wird Lenny Gehr am Torschuss gehindert. Und das heißt Penalty. 90 Sekunden vor Ende des zweiten Drittels. Der Gefaulte tritt selber an und macht dies wunderbar. Da passte kaum noch ein Blatt Papier dazwischen. Unter die Latte das 5. Tor. Sehr schöner Penalty-Shot von Lenny Gehr. In der letzten Minute nochmal 2 Strafen gegen Cardona und Mangold draußen. 5-3 Powerplay und wieder ist es Desailly, der das Tor macht. 5-3 nach dem zweiten Drittel, das sehr interessant war. Ein schnelles Spiel, temporeich, viel Action, viel Härte und der Schiedsrichter Seckler hatte es wirklich gut im Griff. Ließ laufen, was man laufen lassen konnte und pfiff das, was er musste. So auch im letzten Drittel. Bernier draußen, Powerplay für die Roten Teufel. Und da ist Jan Bartha, der Nutznießer, kann den Rebound nach dem Schuss von Dennis Cardona verwandeln in der 45. Minute. 6-3. Aber die Stingers können jederzeit zurück ins Geschehen kommen. Das haben wir in den ersten 2 Dritteln gesehen. Aber das 7. Tor, das wäre doch so etwas wie eine Vorentscheidung. Royal einen Moment lang nicht im Blick. Er wusste nicht genau, wo die Scheibe ist. Eine Strafe angezeigt. Der 6. Mann für Bad Nauheim auf dem Feld. Glusanok sieht am langen Pfosten den Mann und kriegt einfach die Scheibe nicht ganz durch. Aber irgendwie mit Glück und Geschick kommt sie noch hin. Aber der Torschuss dann letztendlich am Kasten vorbei. Das, ja, 7. Tor. Es wäre wohl eine Vorentscheidung gewesen. Ein schöner Check an Chris E. Dieser fair und auch nicht gepfiffen. Die Strafzeit hier von Garland, nicht diejenige, der hatte sich mit Lenny Gehr behakt, aber trotzdem 5-3 Powerplay. Bereits 1 Stingerspieler draußen. Und da ist es jetzt passiert, das 7. Tor. Lenny Gehr macht also das 7-3. Und das war wohl die Vorentscheidung und das sahen auch die Stingers-Spieler so. Da kam nicht mal allzu viel, stattdessen noch ein bisschen Frust und einiges an Einsatz. Und Seckler bekam noch mal einiges zu tun. Der unparteiische Garland direkt von der Strafbank läuft er auf Lenny Gehr. Die hatten sich ja, wie gesagt, Garland schon mit den 2 Minuten vorher in den Haaren gehabt. Und dann eine handfeste Auseinandersetzung. Da sagte Garland Lenny Gehr seine Meinung. Und Schiedsrichter Seckler machte es dann sehr gut. Gab beiden 2+2+10. Also ohne Spielerstrafen kam er aus und trotzdem, die Spielzeit war ja nicht mehr so lange, konnten beide in die Kabine gehen und sich abkühlen. Das machte der Referee wirklich vorbildlich. Und dann nochmal Szenen. Alexander Wagner konnte sich noch ein paar Mal auszeichnen. Das Spiel war eigentlich gelaufen. Da waren nämlich nur noch knapp 10 Minuten zu spielen und damit also das Thema durch. 7-3 Sieg in diesem echten Härtetest für den EC Bad Nauheim. Nach diesem schönen Spiel, leider nur 400 Zuschauer, war auch sehr kalt, sehr früh, 17.30 Uhr bereits. Aber für die Spieler war es eine tolle Sache und hinterher konnte man in der Kabine also einen Sieg und Fred Carrolls 47. Geburtstag feiern. Herzlichen Glückwunsch auch nochmal hierzu und wir sehen uns hier bei Timeout dann wieder mit dem nächsten Spiel. Heimspiel am 17. Januar gegen Rosenheim.
Bis dahin, macht's gut und tschüss.